Guten Tag, ich begrüße Sie. Ich bin Martin Herrmann. Ich vertrete die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bei uns im Finanzausschuss in der Stadt Bad Sohn-Allendorf. Hinter mir sehen Sie das Internat. Wie Sie sicherlich wissen, gibt es eine große öffentliche Debatte darum, wie dieses Internat fortgeführt werden soll, wie es finanziert werden soll. Mein Anliegen ist es, Ihnen unsere Position ein wenig darzustellen und auch argumentativ zu untermauern. Das Internat ist leider nicht kostendeckend und deswegen müssen wir es subventionieren. Laut Rettungsschirmvertrag zahlt die Stadt jährlich 50.000 Euro Betriebskostenzuschuss, 17.470 Euro zusätzlich Gebäudekosten. Das macht insgesamt 67.470 Euro jährlicher Zuschuss. Hinzu kommen noch weitere Kosten, die nicht im Haushalt ausgewiesen sind, wie zum Beispiel die Verwaltungskosten, denn natürlich muss ein Internat auch betriebswirtschaftlich geführt werden, muss gerechnet werden, müssen Abrechnungen geben. Wenn man irgendwo etwas subventioniert, dann ist immer auch zu fragen, was ist denn der Nutzen? Und da sind wir bei dem Nutzen natürlich für die Stadt, denn die Stadt und die Bürger zahlen. Maximal hat unser Internat 24 Plätze. Zurzeit ist es mit 22 Schülerinnen und Schülern belegt. Aber es gehen nur sehr wenige Internate tatsächlich in die gymnasiale Oberstufe und es sind nur sehr wenige Kadersportler. Das heißt, durch das Internat findet zurzeit leider keine Sicherung der gymnasialen Oberstufe statt und für unseren Schulstandort im Sport ist es auch nicht ausschlaggebend. Das heißt, wir subventionieren das Internat. Es sind 3.000 Euro pro belegten Platz in etwa. Und da ist natürlich selbstverständlich die Frage, kann sich unsere Stadt das leisten? Können die Bürgerinnen und Bürger das bezahlen? Wir stehen mittlerweile vorm Rathaus. Hier im Rathaus entscheidet sich nicht zuletzt, ob die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Sohn-Allendorf und die Stadt insgesamt sich das Internat leisten können. Kurz gesagt, unsere finanzielle Situation der Stadt Bad Sohn-Allendorf sieht in etwa so aus wie das Wetter hinter uns. Vielleicht ist das Wetter sogar noch viel zu gut. Damit Sie einen Überblick bekommen, ganz kurz. Unser Haushaltsentwurf 2017 weist zum Beispiel die Gesamtschulden der Stadt Bad Sohn-Allendorf aus. Es sind 45 Millionen. Sie sehen eine Zahl, die so groß ist, dass sie gar nicht auf so ein Blatt draufpasst. Deswegen muss ich noch drei Nullen, wie Sie hier sehen, auf der nächsten Seite aufmalen. Das bedeutet, jeder Bürger, jeder Einwohner, vom Kind bis zum Greis, hat etwa 5.300 Euro Schulden. Für den 4-Personen-Haushalt bedeutet das, es sind etwa 21 Millionen Euro Schulden, 21.000 Euro Schulden, also das Äquivalent eines Mittelklassenfahrzeugs. Das jetzt geplante Haushaltsdefizit für 2007 sind 1,5 Millionen. Wie Sie vielleicht wissen, unterliegt die Stadt dem Rettungsschirm. Das heißt, dieses Haushaltsdefizit muss bis zum Jahr 2020 ausgeglichen sein. Aber für die nächsten Jahre, 2018 und 2019, werden natürlich weitere Haushaltsdefizite geplant, die nicht mehr so hoch sind wie diese 1,5 Millionen Euro. Danach muss es dringend zum Schuldenabbau kommen. Welche Maßnahmen hat nun die Stadt? Es ist Sparen oder Steuern erhöhen. Höhere Steuern meint jetzt nicht nur, dass wir die Grundsteuer A und B erhöhen, sondern zum Beispiel auch Gewerbesteuern oder die Kindergartenbeiträge, die Abgaben sind oder die Beiträge, auch die müssen erhöht werden. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit besteht letztendlich im Sparen. Hier muss ein Ausgleich gefunden werden zwischen Erhöhung von Steuern und Abgaben einerseits und letztendlich Sparen andererseits. Gespart hat die Stadt auch bereits schon an DGHs. Der Zuschuss zum Freibad ist gekürzt worden, zur alten Tagesstätte. Wir haben gewaltig Personal abgebaut und auch Betriebsmittel gekürzt. Das erfahren Sie zum Beispiel dann, wenn die Stadt gar nicht so schnell oder vielleicht auch gar nicht alle Löcher in der Straße flicken kann.
Und weil wir der Meinung sind, von Bündnis 90 Die Grünen, hier in Bad Sohn-Allendorf im Stadtparlament, dass man nicht nur die Bürger belasten kann, indem man Gebühren, Abgaben, Beiträge erhöht, sondern auf der anderen Seite auch sparen muss, wo dort festgestellt werden kann, dass der Nutzen für die Bürger eben nicht sehr hoch ist, dann müssen wir entsprechend abwägen. Und das hat zum Beschluss des Finanzausschusses vom 18.01.2017 geführt, dass wir nur noch bis Ende des Schuljahres 25.000 Euro Betriebskostenzuschuss dem Internat zufügen, damit das Schuljahr in Ordnung abgeschlossen werden kann und alle Schüler bis zum Zeugniserhalt dort beschult werden können. Dass aber ab dem 01.07.2017 kein Zuschuss mehr für die Betriebskosten eingeplant wird. Vielen Dank.